Der Lehrer Ilias Mbarek lässt sich weder von verzogenen Hauptschülern noch von durchgedrehten Lehrern beeindrucken. Gemeinsam mit seinem Privatpatienten aus Fuck You Goethe 3 sichert er sich wie erwartet die Führung in den deutschen Kinos. Nach zwei riesigen Kinohits ist die Fuck You Goethe Reihe auch im dritten Teil noch total erfolgreich und zudem urkomisch. Schon direkt nach dem Kinostart am 26. Oktober 2017 konnte der Film bereits mit extrem guten Kritiken punkten. Mit rund 1,7 Millionen Besuchern legte der Trilogieabschluss nicht nur den besten Kinostart seit Star Wars 7 Das Erwachen der Macht, sondern hinter Raumschiff Surprise, Periode 1 und Fuck You Goethe 2 auch den drittbesten Start eines deutschen Films überhaupt hin. Na dann ist es ja umso trauriger, dass es mit dem dritten Teil schon zu Ende ist. Aber vielleicht bekommen wir ein Spin-off, in dem es um die Schulzeit von Ilias Mbarek geht. Wäre auf jeden Fall urkomisch und super cool. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann einfach hier klicken. Auch ein sehr schönes Video. Ansonsten war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.